Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir den furchtbar schwurbligen Midgar-Sonum gemacht, beziehungsweise ich bin bei den letzten zwei Lebenspunkten gestorben. Das war wunderschön. Ich möchte das jedes Mal machen. War das nicht offscreen? Nee, das war onscreen. Offscreen habe ich ja dann gemacht danach. Aber ich bin offscreen dann nochmal gestorben, für Leute, die es nicht wissen. Oh, wir wissen es. Keine Sorge, wir haben es alle gesehen. Das hat ja keiner gesehen. Das hat ja keiner gesehen. Okay. Ich nehme es in Zukunft jetzt auch immer auf, die Übertragung, und dann lade ich es hoch als Spin-Off-Footage. Ja, oder so. Ja, Outtakes, genau. Behind-the-Scenes-Footage. Ja, genau. Aber das muss dann auch in... Wir machen daraus so einen Found-Footage-Horrorfilm. Das muss dann aber auch in 4 zu 3 sein. Für die richtig, richtig Hardcore. Ja gut, das passt bei dem Spiel sogar. Wir können auch ein Next-Post-Video machen. Schnell. Das ist okay. So viele Möglichkeiten. Also auf jeden Fall habe ich zwischen der Aufnahme habe ich mir neue Feindeskönnen geholt. Erstmal Level 4 Selbstmord. Da steht Gefahr / Zwergzustand für jeden mit Level 4. Level Faktor 4 ist gelogen. Ist ein One-Hit. Für alle, die für alle, dessen Level teilbar ist durch 4. Ja. Ich kann aber auch mal Gefahr Zwerg steht. Don't ask me. Das kriegt man von den Viechern hier, von so Maulwürfen, die sind aber extrem selten, habe ich mir festgestellt. Flammenwerfer habe ich hier aus der Mithril-Höhle geholt, damit ich das nicht später holen muss oder so. Matrizer haben wir schon, Beats habe ich vom Ding bekommen, vom Midgar-Sonum, das hat man sogar noch gesehen. Ich habe es nur nicht behalten, weil ich draufgegangen bin. Und ich habe Choco-Box-Kick geholt. Angriff ohne Nebenwirkung. Wie gesagt, 3 MP kostet der. Ich glaube, im Japanischen kostet die Attacke sogar 4 MP, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist die potenziell, also eine der stärksten Attacken im Spiel, weil es halt statischer Schaden ist. Ich kann die jetzt dann mal demonstrieren. Die wird nicht so viel Schaden machen, wie man es denken möchte. Weil die Attacke skaliert mit, wie oft ich abgehauen bin von einem Fight. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich 6 Mal geflohen im ganzen Spiel bis jetzt. Das heißt, die macht 6 Schaden. Das ist jetzt nicht so viel. Der macht 6 Schaden, was ist das? Ja, oh ja, sehr cool. Übrigens habe ich noch Reds Limit geholt und ich habe das Limit von Arif nachgeholt, soweit wie es geht. Also soweit wie es man ist nicht lebensmüde ist. So. Wo ist denn die Attacke endlich gecapped? Also ich schätze mal, dass die irgendwo gecapped ist. Nee. 9999 ist das Maximalschaden. Also du kannst einfach 9999 mal abbauen. Ja. Und dann. Dann macht die Attacke so viel Schaden. Ist ja witzig. Ja. Man muss halt sehr viel reinstecken und sehr viel Zeit reinstecken, aber es lohnt sich. Aber es wird sich für mich lohnen. Es soll den Schaden nicht sein. Ja. Und ich habe vergessen, dass der. Weißt du, man kriegt von diesem Gegner hier die Flammenwerfer Feindes können. Und ich habe voll vercheckt, dass der Feuer absolviert. Hat der irgendwas? Oh, der. Oh, okay. Ja. Ah, nee, Quatsch. Krieg ich den überhaupt? Doch, ja, okay. Ich dachte, weil der fliegt, kann ich ihn nicht erreichen, aber nee. Es gibt manche Gegner, die fliegen irgendwie zu weit weg. Ganz merkwürdig. Ja, Choco-Box-Kick oder Choco-Buckle. Ziemlich OP eigentlich, wenn man es genau überlegt, weil der stärkste Gegner im Spiel hat eine Verteidigungsstat von, lass mich lügen, 480. Das Maximal, Fernangriff, sehr gut. Das Maximal Level für normale Stats ist 255. Das heißt, dass der exorbitant viel Verteidigung hat. Ja. Hat übrigens auch mehr Verteidigung als der Final Boss. Um weiten mehr. Also bei dem, den Maximalschaden rauszuhauen, geht quasi nicht. So, jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt hier rausnehme. Bei dem Maximal-Ding rauszuhauen geht quasi nicht, deswegen ist zum Beispiel statischer Schaden eine sehr beliebte Methode, irgendwie irgendwas zu machen. Ist das eigentlich das mit dem Hitze, was am meisten Ding hat? Ja, genau, das andere ist ja schon Feuer 2. Genau, ich habe Feuer 2 bekommen, hat man auch vorhin auch gesehen. Das ist so eine Feuersäule dann. So, jetzt tauschen, genau, das wollte ich eigentlich.
So, dann ist er, hat er eine Giftresistenz. Und mit Fernangriff ist... Fernangriff wird, ich glaube, nicht unterschätzt, aber Fernangriff ist ziemlich geil, weil damit kann man einfach aus der hinteren Reihe angreifen und trotzdem noch genau denselben Schaden austeilen wie vorher auch. Jo. Also auf Nahkämpfer den einen Fernangriff reinzuballern, lohnt sich. Hm. Ja. Außerdem, wie gesagt, der lustigerweise auch der Final Boss. Der Final Boss hat eine Fähigkeit, bei der man ihn dann nicht mehr durch normale Angriffe angreifen kann, sondern nur durch, wenn man der Feind ist, eine Fernangriffmaterie hat. Oder halt Zauber. Oder Fernkämpfe ist. Aber allein, das finde ich halt ziemlich lustig. Weil das daran denkt man nicht, weil du. Also wenn man halt so, wenn es einem quasi Wurst ist, ne? Dieser Bonus mit dem, oh, ich kann von hinten angreifen, ich krieg keinen Penalty, das ist mir scheißegal. Und dann stehst du beim Final Boss mit deinem stärksten physischen Angreifer und dann steht einfach, jo, Bruder, du kannst ihn nicht erreichen. Was machst du da? Das ist doch scheiße, Alter. Übrigens, Matra-Zauber wird auch gememt. Matra-Zauber hat man aber schon gesehen. Das ist eine gratis alle Zauber, ne? Also ich kann, normal wenn ich alle Zauber auf alle mache, dann brauche ich halt diese... Braucht die alle Materie auf genug Levels, um das halt öfter zu machen. Aber Matra-Zauber geht immer auf alle, da brauche ich keine alle Materie. Deswegen ist der Zauber Early Game ziemlich gut, später ziemlich useless. Genau. Gemütskapsel ist ein Stat-Upgrade. Übrigens, apropos Stat-Upgrade, ich habe von diesen Gegnern mit dieser Bowlingkugel, die immer rumschmeißen, davon kriegt man eine Waffe von Tifa, die besser ist als die man kaufen konnte vorher. Ich habe beides, weil ich habe mir das Offscreen geholt. Ja, einfach so. Wie habe ich denn gesprochen? Warte. Einen Moment. Irgendwie so. Ich glaube, das wäre Bandas Brot, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte gehofft, dich nie wiederzusehen. Weißt du, wer ich bin? Von den Tucks, oder? Das ist mir eigentlich egal. Ist mir egal. Ja. Lügner! Nun, wenn du Bescheid weißt, dauert das hier nicht lang. Es ist schwer zu erklären, was die Tucks tun. Entführung, oder? Negativ ausgedrückt kannst du es so sagen. Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Und jetzt noch viel mehr! okay. Ah, fuck. Ich hatte ein Spreadsheet. Wer spricht Elena? Ich hatte das vergessen. Warte, war ich nicht Elena? Bist du wieder unvorbereitet, ey? Nee. Zeng spricht Brian. Genau. Zeng spricht Brian, Jonas spricht Reno, ich spreche Root und Elena, weil Root fast keine Sprechrollen hat, glaube ich. Irgendwie so war das, hab ich das geklärt. So! Es ist okay, Root. Ich weiß, du magst keine Reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks, Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Aber deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir euch aufzuhalten. Warum erzählt ihr uns das? Hört mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns schon nicht im Weg sind. Elena, du redest zu viel. Herr Zeng! Es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte Befehle erteilt. Jetzt, vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh ja. Sehr gut, Root und ich werden Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh! Entschuldigung. Geh. Lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Alle zusammen tanzt das Brot.
Wo geht sie hin? Wo geht sie? Alter, sie ist einfach. Sie ist einfach. Sag das aus dem Bild? Ist runtergeklettert. Wenn, nachdem sie runtergeklettert ist, müsste man dieses. Wenn Mario aus dem Bild fährt, dieses. Ich fand's auch schön, wie sie sich zur Kamera hingedreht hat, um uns extra zu sagen, dass sie befördert wurde. Ja. Okay, ne? Die Exposition, damit ihr genau wisst, wen ich hier anspreche, lieber Spieler. Ja. Kennt ihr das Meme von der hier, diese Wonder Vision Character, der jetzt so fett in die Kamera zwinkert, dieses. genau so. Ja. Reno meint, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zugeneigung mit seiner neuen Waffe beweisen. Und dann geht er einfach. Naja, dann. Wo ist Aerith? Ist sie nicht bei dir? Das ist ganz witzig. Je nachdem, also es gibt immer so ein Special-Character-Ding-Interaktion, je nachdem, welchen Charakter man dabei hat. Und das geht aber nach einer Prio-Liste ab. Und ich glaube, Aerith ist ganz oben, wie immer. Und dann kommt Red sowieso aus. Jetzt hatte ich noch nie, ich hatte hier noch nie Red dabei, deswegen habe ich nie diese Mini-Gespräch-Karte gehabt mit Root. Aber anscheinend war das so, dass Root Red eingefangen hat, weil der war ja vorher nicht da in Chidra, sondern der war woanders. Der war ja zu Hause. Aerith ist nicht bei uns, sie ist bei den anderen. Den anderen. Tifa, Mehrzahl. Oh. Grüß dich von dir. Hat Tifa Day Dem als Pronoun? Okay. Na gut. Das hab ich nicht gerade gemacht, bitte. Ich hab euch wieder beruhigt. Ganz ruhig, Hutter. Ja, ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ich hab wütendes Tastenschreib. Ja, nicht mal selber. Das ist so blöd, dass der. Ja, stimmt, und der Matra-Zauber ist ja auch non-elemental. Das heißt, dass es keinen gibt, der das absorbiert. Das ist eine schöne Allzweckwaffe. Verbraucht aber relativ viel MP für den Anfang. Ist aber gegönnt. Ja. Wir haben auch relativ viel vor. Ich hoffe, dass wir das alles unter einen Hut kriegen. Weil die nächste freie Fläche nach dieser Höhle hier ist ein bisschen groß und ein bisschen viele Sachen auf einmal. Ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben, dass wir die eine Sache direkt schaffen, die ich vorhabe. Ja, wird schon. Ich hoffe's. So, da sind wir in der Junon Area. Junon Region. Übrigens ist hier auch eine der Secret, geheimen Final Super Duper Bosse, aber noch nicht jetzt. Ich muss mal schauen. Also ich mach mal so 2-3 Random Battles in diesem Wald hier. Und dann sehen wir, ob ich Glück hab oder nicht. Oder wie. Erstmal nicht. Außer in. Naja. Ich finde Reds Limits auch ziemlich nice eigentlich, so von was die alles können. Weil dieses Mal hat schon gesehen, dieses Mondgeheul, das boostet nochmal den Angriff von allen. Und ein späteres Limit macht es auch so, dass sein Angriff geboostet wird und er gibt sich selber den Berserk-Status. Also, ja. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Sachen, wie man Berserk haben kann. Außer jetzt den Kriegsgong. Das ist ein Item, was einem den Status gibt. Oder den Berserk-Ring. Und ich glaube, es gibt eine Attacke, die ein Gegner drauf hat, die das kann. Wow! Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte schon. Es gibt Leute, die können, was ich sehen will, anhand des Kamera-Einblends erkennen. Aber das kann, so weit bin ich noch nicht. Das ist über bei einem Level. Eschen machen mörder viel Schaden. Gerade für den Anfang. Ja gut, aber 400 ist auch nicht schlecht. Feuer 2 ist schon ein krasser Step-Up. Und ja, es heißt Feuer 2, es heißt nicht Feura. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben, das Feura und Feuergar zu nennen.
weil, oder ob das übersetzungsabhängig ist. Weil ich weiß, bei den Franzosen heißen die Special-Zauber, also die Stufen weitergehen, Plus und X. Also Feuer Plus und Feuer X. Oder nicht, es heißt nicht Feuer, es heißt, warte, krieg ich das noch zusammen? Also Glaji ist Eis? Also ich kenne nur die Sora-Quartz, das klingt mal als eins, okay. Bei Feuer macht er Brasi und bei Eis macht er Glaji. Und bei Feuer klingt es einfach so, als würde er Brasilien sagen auf Englisch. Warum wundert mich das auch einfach nicht, dass du das weißt? Weil ich habe halt einen französischen Playful von Kingdom Hearts 1 gesehen, was man halt so macht. Ja. Ja. Ich fand's süß. Deswegen habe ich auch. Perfekt. Deswegen habe ich auch gelernt, den French Dub zu appreciate in Kingdom Hearts 1 und 2. Ist das so? Ja, gerade Anselm der Weiße klingt mega gut. Also ohne Witz. Ich war nicht drauf gefasst, dass der French Dub so eine gute Quality hat. Okay. Also ich war jetzt nicht der gesagt hat, oh, nur der deutsche Dub. Sondern von Franzosen halt so. Ich meine, die Franzosen sind schon bekannt für ihre Cartoons, aber nicht logischerweise so mit der Synchro dann, hätte ich nicht gedacht. Aber wo es ja halt wirklich logisch ist. Naja. Okay, ich probiere noch einmal. Und dann, das muss gut sein. Dann, keine Ahnung. Machen wir das später. Ist eh Wurst. Das ist schon wieder die Vögel. Ja. Aber bei der Gelegenheit kann ich gleich mal Beta zeugen. So. Kann mich die Vögel abfacken. Ja. Ob das genug Schaden war? Ich weiß nicht. Ach doch mal, ich hab's nicht gesehen. Nee, ich hab keine MP mehr. Oh. Ich kann so. Ich kann diesen Move nur einmal alle 100 Jahre ausführen. Wow. Jetzt bin ich direkt vor der Stadt in den Fight gekommen. Oh, das ist ein Sedna-Boss. Sedna-Mini-Fight. Der ist wirklich selten. Hm. Das war schon lustig. Hat der irgendwas? Nee. Also irgendwas hat er schon, also keine Ahnung. Wow. Okay. Einmal Feuer 2 in der Geschichte. Cool. Wer ist das? Das war mein Fall. Random NPC mit der Orangenhaut. Warum auch immer. Achso. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Ah, das ist einfach ein Muskelmann mit Stürmband allem und ja, war doch nicht im Stimmbruch. Ich habe stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr... Ah, wie ich Kinder hasse! Der nächste, bitte! Der nächste, bitte! Falls ihr es nicht eilig habt, würdest du uns im Kampf gegen sie unterstützen. Wir helfen euch. Was erlebe ich hier, Mann? Ich weiß es nicht. Wir sind in ganz wilden Gefilden. Wild? Wirklich? Digga? Dann geht nach oben. Man wird euch die Einzelheiten erklären. Und dann rennt er weg. Der nächste, bitte. Ah, oh, das ist alles weh. Das war so gut einfach, die Stelle. Der nächste Wetter. Voll am Ausrasten. Okay. Entschuldigung. Jetzt sind wir quasi im Kaninchenbau. Und die Musik ist so schön verschlafen. So, gefällt mir. Wir sind jetzt hier im Fort Condor. Ja, reden wir mal mit dem Fuzzi. Das ist was. Ich hätte nie gedacht, dass es jemand bis hierher schafft. Deine Augen sind anders. Aber wie dem auch sei. Nicht mehr lang, dann tobt hier eine Schlacht gegen Shinra.
Ihr solltet lieber abtauchen, bevor ihr reingezogen werdet. Warte Sekunde, dafür muss ich mich ausfalten. Ausfalten? Ja, wie so ein V, der ist eine... Entschuldigung. Ich glaube, das sitzt doch gerade eben drin. Okay. Shinra, was wollen denn diese Idioten hier? Baka. Shinra? Ja, scheint mich hier auch ein Problem zu haben. Ich bin schon wie klein noch keine Zeile hatte. Ich bin bisher hier aufgeklettert. Hört mir doch einfach mal zu, was ich zu sagen habe. Ja, komm. Weißt du, was auf dem Gipfel des Berges ist? Ja, ist da was? Der Reaktor und ein Kondor. Du bist ja scharfsinnig. Ja, es ist ein Reaktor und ein Kondor. Shinra scheint den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Ach, Mann, ist der Vogel groß. Es gibt noch andere große Dinge in diesem Raum. Meine Kanone nämlich. Aber warum wollen sie mit Gewalt loswerden? Es ist nicht besonders logisch. Der Reaktor über uns scheint eine Art spezielle Materie zu enthalten. Er verliert Zähne as we speak. gerade war es noch relativ normal, die haben keinen Schirm bei weniger. Und als der Kondor kam, hat Shinra schnell Truppen hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weghaben. Der Kondor brütet jetzt sein Ei aus. Was nur alle paar Jahre geschieht. Wir wollen den Kondor vor Schaden schützen. Neues Leben. Ich mach's. Ich schütze ihn vor Shinra. Um das Ei zu schützen, willst du auch den Reaktor schützen? Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen. Deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unsere Götter. Gentile! Ich hab nicht das Wort Gönner hier erwartet. Die hippe Jugendsprache, jo. Alter, boah. Ich bin vor dem Laden. Als unsere Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Versuchen sie wieder hip zu sein? Na, aber auf jeden. Was meinst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Was gibt es da zu überlegen? Wir müssen es tun. Du entscheidest, was wir tun. In Ordnung. Wir helfen euch. Alles klar. Ich will auch helfen. Ich find's schön. Du stehst zum Morph. Ja. Ich find's. Hold back. Nee, warte. Get back. I'm morphing. It's Morven time. Ich find's schön, wie diese ganzen Gespräch Cloud nur zwei Lines hatte. Aber das braucht der gute Mann auch nicht. Neues Leben und ein Reaktor und ein Kondor. Pennen wir erstmal. Wir schlafen, gehen wir. Wir schlafen. Ich stell mir einfach so vor, wie er sagt, wir schlafen. Und dann immer fallen einfach alle on the spot um. Die legen sich gar nicht ins Bett, einfach pup. Ausgeschaltet. Okay. So, von diesem Kondor-Dingsbums gibt's einen Easy-Mode. Und ich hoffe, dass ich's hinkrieg. Ich hab's schon mal geschafft, zu verkacken. Und ich hab's auch mal geschafft, es hinzukriegen. Also, es steht in der Schwebe. Ich bin kein Meister in diesem Easy-Modus. Aber ich probier's. In der Schwebe, in der Tat. Bleib dran. Wie so ein Fußballer. Vielleicht solltest du einen Profi konsultieren. Ein Fußballer? So. Ach nee, die haben ja nur den ganz normalen Scheiß. Ah, der hat Genesung. Wieder.
Wärterin. Ja, komm einmal. So. Zu schlechte Zeit. Steht auch ein fetter Fernseher, der nichts zu bedeuten hat. Ja, auch gut. Wieso ist eigentlich der. Habt ihr gesehen, da ist ein Brunnen? Aber es ist nicht mal die tiefste Stelle von dem Berg. Die tiefste Stelle war am Anfang. Wieso ist der Brunnen da so weit oben? Was? Egal. Danke. Lass mich unsere Strategie erläutern. Das ist die Transe von vorhin, oder? Ah, bestimmt. So, der Feind wird den Berg erklimmen und nach dem Reaktor suchen. Wir stellen Fallen auf und heuern Soldaten an, um das Gebiet zu verteidigen. Ja, das ist alles, was wir haben. Dieses Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, sind unsere Hände gebunden, weil wir pleite sind. Nice. Um einen Soldaten anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Und 20 Soldaten anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Und 20 Soldaten anzuheuern, brach! Brachen wir. Wir bieten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verwendet. Das versinnet. Um die Soldaten anzuheuern, Fallen zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Mir ist mein Geld nämlich zu schade für den Scheiß. Ja. Wenn ihr keine Zeit habt, möchten wir euch bitten, uns mit einer Spende auszuhelfen. Wenn ihr uns Geld spendet, können wir Soldaten anheuern, um den Angriff von Shinra abzuwehren. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. What the fuck? Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nun, einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt. Aber wenn man immer wieder verliert, kann es gefährlich werden. Nee. Nein, tut das nicht. Okay. So, irgendwelche Fragen noch? Genug. Tja, da kommen welche. Ja, gut, dass die noch auf die Fragen gewartet haben. Ja. Bitte, wir sind für jede Hilfe dankbar. Vorbereitungen getroffen? Ja. Nein, warte mal. Wir haben jetzt. Aha. Ach, das sind ja genug für 3000 lass mich Geld nachrechnen. Pro Schlacht. Wie viel Geld hat. Schön, dass da dran steht, wie viel Geld wir haben. Keine Ahnung. 15.000? 18 hatten wir, ne? 15. Oh. 15. Also hat sie die Nummer 15. Boah, das war spot on, Alter. Okay. Das Video wurde bestimmt auch schon gelöscht. Alle guten YouTube-Kacken wurden gelöscht. Schon lange ist das gelöscht. 500. Ja, okay, das reicht. Genug. Ja, bereit. 10 Feindeinheiten entdeckt. Mit vielen Ungeheuern darunter. Sende mehr Angreifer aus. Ich find's auch schön, wie da nicht X oder Kreis steht, sondern B1 und B3. Ja. So. Also das ist das Fort Condor Minigame, was im Remake besser gemacht haben. Hier ist es ein bisschen weird, aber es gibt so einen Cheese, weil man sieht ja, dass der Cursor einfach irgendwann sagt, nö, ich hab hier nicht mehr. Ich erkläre es jetzt mal, sonst dann habe ich gleich keine Hektik. Je mehr, also wenn ich jetzt hier eine Einheit an diese Linie hier setze, dann rutscht die Linie nach unten. Ne? Und ich kann das machen, bis die Linie irgendwie so da unten ist oder so. Und es gibt, er hat gerade gesagt, es gibt irgendwie 10 Gegner, ne? Wenn ich muss alle 10 Gegner besiegen, habe ich gewonnen. Oder wenn ich alle besiege, die gleichzeitig auf dem Bildschirm sind. Also wenn jetzt 2 Gegner kommen und ich dann gewinne, habe ich gewonnen. Automatisch, weil das Spiel so gecodet ist. Wenn alle Gegner weg sind, hast du gewonnen. Also wenn keine, also theoretisch müssen noch welche nachkommen, aber tun sie nicht. Weil das Spiel vorher sagt, okay, Schiedsrichter sagt, aus. Okay.
Ja, ist ein bisschen weird, aber hey, PlayStation 1 noch. So. Jetzt muss ich gucken. Range, finde ich auch gut. Attack, Range. Gronk macht auch mit. Sehr gut. ja. Eine hier. So, ja, da haben wir jetzt die Linie gesehen. Okay. Ja, passt schon. Kann ich, wir gehen nochmal die Geschwindigkeit. Nein, noch ganz niedrig. So, und jetzt. Stehe ich noch einen auf. Nee, da muss ich bewegen. Zu dem Typ. Bewegen. Den Typ. Nein! Ah, verflixt. So. Noch ein Typ. Noch ein Typ. Noch ein Typ. Weil er so viele Typen, wie es mir passt. So. So. Aggressives Controller-Clicking, aber ist mir scheißegal. Jetzt kann ich hier auch einen hinballern. Hallo? Angreifen. Guten Tag. Ja, Feind gestoßen. Ja, greif an. Mach ihn fertig. Ich stell mal noch einen mit. Ich geh jetzt mal kein Risiko ein. Ja? Was auch immer. So, gewonnen. Okay, es war ein bisschen holprig. Aber ich hab gewonnen. Hat man nichts von gesehen. Ich hab leicht gepanickt, aber ich hab's noch gedeichselt. Au, das war gut. Aber Shinras Truppen werden wiederkommen. Ja, ich hab ja auch nur zwei. Ich hab ja nur zwei von den 10 besiegt. Das Gelände muss sehr gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie angreifen. Wir haben noch 10 Einheiten. Hier sind 2000 Kill. Oh, ja. Das habe ich gerade auf dem Schlachtfeld gefunden. Vielleicht könnt ihr es nochmal gebrauchen. Zauberkamm. Cool. Hui. Kann ich eigentlich raus? Nö. Jo, das war das fortkommende Minigame. Es ist immer dasselbe. Und man kann's. Oh, das ist cool. Oh, doppelt. Oh, das ist krank. Okay. Also, Materie auf diesem Ding kriegen doppelte Erfahrungspunkte. Das ist ziemlich nice. Verflixt, das wollte ich nicht. Tauschen. So. Hitze alle, Gewitter, Kälte. Achso, verflixt. Ah ne, Hitze sehe ich schon auf Level 2, das passt schon. Schokomog brauche ich eigentlich nicht. So oft. Aber es ist halt gratis Schaden. Ja, passt schon. Okay. Stimmt, der Zauberkamm. Ja, stimmt. Also es gibt, man kann das Fortkondo-Minigame machen an verschiedenen Stellen des Spiels. Teilweise richtig dämlichen Stellen des Spiels. Es gibt verpassbare Minigames. Also es gibt eine ganze Liste im Internet von wegen, hey, wenn du an dieser Stelle das Minigame machst, kriegst du das Item und so weiter. Die sind, 90% von denen sind Crap. Ich sag's jetzt schon mal, 90% von denen sind die Mühe nicht wert. Ja. Es gibt aber eine Waffe, die man nur da kriegt, von einem Charakter, den wir noch nicht haben. Das ist ganz nett, aber hey. Es gibt ein paar Items, die kann man, die sind schon ganz nice. Aber die, ja, sind den Hassle halt wirklich nicht wert, teilweise. Hm.
Ja. Ich habe auch den Ladenbesitzern von euch erzählt. Sie verkaufen euch verschiedene Objekte. Und unsere Betten stehen zu eurer Verfügung. Ja gut, dass wir schon drin geschlafen haben. Powern wir weiter auf der unter der Decke. Zusätzlich gibt's, wenn man jetzt gegen diesen, wenn man es jetzt zulässt, dass die Gegner einen komplett einholen, also bis nach oben, bis zum Kondor, da muss man wirklich selber gegen den, gegen diesen Admiral Grandhorn heißt der, glaube ich, kämpfen. Das ist auch immer derselbe Typ. Bloß am Anfang des Spiels haut der ein bisschen hart rein. Und man kriegt die Belohnung nicht, wenn man gegen den kämpft. Aber das letzte Fort Condor Minigame, da würde ich es empfehlen, gegen ihn zu kämpfen, weil der hat eine ziemlich geile Sache, weil man den beklaut oder der droppt irgendwas Geiles. Ja. Das wären die Vögel. Das sind Vögel! Vögel? Vögel, Wasser. Nee, warte. Was? Rot im Wasser, ja. Ne, ich wollte hier Vögel übertragen viele Krankheiten. Hier sind Infos. Ich war bei das große Problem. Oh, lol. Ein Vogel. Da hat jemand einfach Infos liegen lassen. Und Vögel auch. Ich krieg den. Okay, ja, gut, lass uns gut sein. Ich hab's nochmal probiert jetzt. Mann, ist. Okay, ja. Ja, okay, bist du probierst eigentlich. So, ja, okay. Ist jetzt schwierig. Weil wir. Was machen wir da jetzt? Ich muss umdenken gerade mal. Weil ich glaube. Was hat ein. Sekunde schnell. Was hat ein. Brauchst du, was hatten die nochmal für ein Limit? Sekunde. Oh Quatsch. Limit. Erdodem. Oh ja, das. Okay, das bringt mir nichts. Okay, dann nehme ich die wieder zurück. Dann nehme ich Barret rein, aber dem Barret muss ich dann leider das Ding jetzt weggeben. Wegnehmen die Atomarmschiene. Ah, verflixt, da fehlt so viele Slots dadurch, ne? Egal. Aber ich brauche den, weil ich brauche die Fernwirkungsmaterie. Fernangriff. Schutz. Und. Achso, Genesung alles jetzt auch weg, ne? Nee, doch, da ist es okay. Egal, okay, dann kriegt er halt von mir aus klar nochmal Genesung. So, kannst du einen von der Ferne angreifen? Ja, du kannst Gift. Hitze, Gewitter, okay. Schokomog, Erde, passt. Okay. Also. Wir haben gerade Fernwirkungsmaterie bekommen. Der nächste Boss, ob man den vielleicht nur erreichen kann, wenn man Fernwirkung hat? Was meint ihr? Ich glaube ja nicht, das wäre ja sehr predictable designed. Und das werden schon eine miesige Beginner's Trap, oder? Ja, ich glaube, das würde ich nicht mal haben. Das wäre mies. Und dieser Gegner hier mit den breiten Armen, der hat eine Feindeskönne, die wir brauchen. Die können wir aber noch nicht holen. Weil dazu fehlt es noch eine andere Materie. Aber die hätten wir lustigerweise gesehen, wenn wir weiter diese anderen Dudes angegriffen hätten. Das war ein sehr lauter Crit. Oh, sehr gut. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Nee, kann er gar nicht. Okay. Ich hab, in meinem Part habe ich extra noch gesagt, hey, es gibt keinen Boss, der gegen Dingens ist. Gegen Eis und Schwäche hat. Wow. Schau dich die Scheiße an, wie viele Tränke heilen nichts mehr, Alter. Yikes. Nee, das JRPG, gerade die Älteren. Disgusting. Und dann kannst du dich mal transportieren zu guten Tränken. Stimmt, ja. Das gibt's ja auch. So, ich geh mal. Ich geh Full-Sweat-Modus, weil der nächste Boss ist ein. Ja. Weiß nicht.
so eine halbe Beginner's Trap, aber ja. Bist du denn ein Beginner oder was? Ja. Was ist denn mit dieser Stadt passiert? Sie ist so runtergekommen. Oh, okay. War wow, welch seltener Besuch. Normalerweise kommt außer den Shinra-Leuten niemand in diese Stadt. Ich weiß. Well. Naja. Selbst du wirst wie ein Shinra-Leute. Ja. Something of a... Ich weiß, ihr wollt schon im westlichen Kontinent, aber da kommt ihr nur mit einem Shinra-Schiff hin. Shinra-Schiff. Sagt das dreimal ganz schnell. Aber das ist... Jonas, wie cozy würdest du es hier beschreiben? Auf einer Skala von 0 bis 1? Da bräuchte mir jetzt ein Adi für. Ich bin ja nicht so der Experte. Verflixt. Aber ich glaube, es ist schon ziemlich cozy hier. Schon, oder? Vor allem, das sieht man nicht. Aber... Du willst... Du willst... Du willst... Du ja. Willst, ne? Achso, lol, das ist ja nichts. Okay, wir haben... Oh, der verkauft Granaten. Oh Gott, mein Körper... Mein Kopf hat er schon weiter gesprungen. Mein Körper natürlich auch. Aber... Du willst mich so hart. So hart. Ich find's auch schön. So hart. Und ich hab nichts gesagt. What the fuck? Oh Gott. Waffenhändler. Mein Waffenhändler. Waffenhändler, mein Herz in Flammen. Du willst mich verdammen. Oder so, keine Ahnung. Da steht derselbe Typ nochmal. Creepy. Du willst mich. Seit Shinra diese Stadt da oben gebaut hat, während des Krieges, gibt es keine Fische mehr im Wasser. Es ist so verschmutzt. Pui. Das könnte auch ein Eisbrecher-Song sein. Ein was? Das könnte auch ein Eisbrecher. Bip-bup-bip-bup. Es ist so verschmutzt. Bip-bup-bip-bup. Ah, bip-bup-bip-bup-bip-bup. Ja, jetzt geht's wieder. Sag mal, spricht Priscilla, dieses kleine Mädchen oben? Hey, Elephine! Jonas schmeißt dir jedes Mal ins Messer, wenn es eine weibliche Sprechrolle gibt. Ich bin ja der Einzige, der seine Stimme so hoch pitchen kann. Ja. Ich bin jetzt schon heiser. Ich heiser? Priscilla! Priscilla! Oder so. Und jetzt du! Achso, die werden mit Delfinen sprechen. Oder? So fu. Wer seid ihr? Gehört ihr zu Shinra? Yes. Hört man mich wieder? Ja. Okay. Ja, also bevor das jetzt wieder so ein Beamfest wird. Ja, nein! Du irrst dich. Wir kämpfen gegen Shinra. Ich find's auch gut, dass die Stimme von Barrett, der Typ mit dem Roboterarm, so Beep-Boops hat mittendrin. Die Roboterhälfte nimmt über. Tanz der Cyborg wird übernommen. So ist Bibi es. Bibi Laut. Bibi. Roboter. Okay. Ich glaub euch nicht. Verschwindet. Klasse. Ey, ein Monster. Ein Monster in meiner Hose. Das ist ein atomverseuchter Killer, Delfin. Er ist Fan von David Hasselhoff. Vorsicht, der Delfin! Vorsicht, der Delfin, er ist Fan von David Hasselhoff. Halt, wir kommen! Ich fänd's so geil, wenn Cloud einfach sich auch hingelegt hätte wie Priscilla. Einfach bonk. Alter, direkt mit Mond, ja, das ist geil. Aber ich glaube, er ist immun gegen Sensualschaden, ne? Aber ich probier's trotzdem mal. Er hat soweit, ich weiß nicht, zu stehen, aber ich probier's trotzdem mal. Oh, doch! Lol. Huh. Not bad. Schwanzende. Oh, Blitz 2? Wann haben wir denn Blitz 2 bekommen? Okay, das ist nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe.
Ah, sehr gut. Nice. Ich mach Eis. Nee, Eis kann noch nicht schwach sein. Feuer 2. Lukas dann. Okay, es ist genau dasselbe Schaden, lol. Das ist ein Fisch, Alter. Wie kann der nicht schwach sein gegen Elektro? Skandalös. Schokobox, kick los! Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, da, stimmt, ich hab gerade Glaube angegriffen, nicht die scheiß Blase da. Jetzt will die scheiß Blase kaputt gehen, hallo? Ich glaube, es ist gleich tot. Kratzt auch gleich die Blase. Hallo, Game. Will nicht. Okay, muss ich ja, glaube ich, überleben. Passt schon. Cool, danke. Ah ne, Quatsch. Ich muss gleich mit Magie drauf gehen auf die Blasen, oder? Ich glaube, ich weiß was. Egal. Noch 6 Stück. Ah, jetzt hat er seinen, ich glaube, es ist sein Mondjaulen verloren von Red. Egal. Hallo? Kann ich der Fisch mal ausspinnen? So, Zauber, Feuer, hallo, kann so, danke, so, Chinesium auf dich selber bitte, so, jetzt genau, okay, doch, ich brauch, Ding, eieiei, so, als ich gesagt habe, der ist von dem Beginner's Trap, genau deswegen, das, der ist einfach weird, der Fisch, der hat merkwürdige Gimmicks, von alle kennen sie. Ja. Ich hätte das alles gewusst. So, Chocobox-Kick nochmal. Hab ich gerade nicht gesehen. Die scheiß Welle. Und er benutzt, benutzt kein Eiselement, sondern Wasserelement, der scheiß Fisch. Das heißt, dass man nicht mal gegen das Element verteidigen kann. 5, okay, doch gar nicht. doch keine 6. Mal. Amoklauf! Und ich rasiere! Schade. Es wäre so geil gewesen, wenn er das gekillt hätte. Hallo? Ich kann ihn nicht angreifen. Kann ich jetzt? Achso, oh! Es hat ihn gekillt! Ich hab vergessen, dass er eine Todesattacke hat. Wow, okay. Chocobo hat die Attacke gerettet. Was sagt man dazu? Ein Kraftmann. Oh, sehr geil. Na, ich finde das. Ich finde das sehr gut. Ich glaube, das war Red, weil der ja gerade schon was gesagt hat. Er hat seinen Kopf bewegt. Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Ja, alles wissen, sie wissen bestimmt, wer das ist. Ich glaube, der Vater von Priscilla, also Brian. Also, NPC, okay. Ja. Oh, Priscilla! Nein, sie atmet nicht. Los, hilf ihr. Was soll ich denn machen? Küss dich mal sofort. Call 911 right now. Mund-zu-Mund-Beatmung? Mach schon, Claude. Alter, die ist noch minderjährig. Aber das ist ein Mädchen. Ich steh nur noch auf die Wurst. Aber er ist ein du Junge. Du weißt, dass ich es nicht kann. Was? Du weißt nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. Voll lässig so. Gerade im Sterben. Übrigens, so macht man das jetzt. Na gut. Weißt jetzt du, wieso? Erstmal in Erste-Hilfe-Kurs. Ja, wieso zeigt der mir das, anstatt dass er es selber macht? Hol tief Luft und halt den Atem an. Dann lass Luft in sie hinein. Schnell! Mach! Mach weiter! Ha. Ha. Drücke einmal wechseln, so dass die CPR-Anzeige eingeblendet wird. Drückst du die Taste zweimal, wird die Anzeige ausgeblendet. Drücke die Select-Taste, wenn du genug hast.
Oh Scheiße, das war zu viel. Okay, verflixt. Ich dachte, das geht noch mal eins drüber. Okay, Entschuldigung. Ich habe es gerade um einiges unangenehmer gemacht, als es hätte sein müssen. So. Eins. Und immer noch wirklich sehr, sehr kräftig Luft. Wie macht er das eigentlich? So lange einatmen? Ich dachte, das würde jetzt gleich spucken einfach. Nein. Ups. Hallo. Nein. Du Trottel. Nein. Vor allem, wie er das auflädt auch noch. Kamehameha. Ich werde sie zum Platzen bringen. Ja, also. Mach doch einen Knoten rein. So, dreimal und dann ein halbes Mal. Das ist, glaube ich. Bläst sich einfach so der Bauch auf und dann knurrt er den Kopf zu den Hals. Nein. Was, viermal? Geht ja nicht. Aber dafür könntest du aus deiner Tochter jetzt lustige Sachen machen. Hier, guck mal, eine Ente. Guck mal, ein Würstchenpudel. Ein Pudel. So, jetzt aber. Danke. Gott. Top 10 nervigste Minigames. Und vor allem auch gar keine Herz-Rhythmus-Massage oder so, sondern einfach. Wenn nicht. Nur mit dem Luftballon aufpusten. Ja. Hey, Priscilla, alles in Ordnung? Ja, sieht so aus. Geht's zur Seite, ihr Tölpel? Was ist, wenn jetzt Corona klaut? Ich bin alt, aber ich hab Muris. Ja, sie schwebt. Kann niemanden wiederbeleben, aber trägt sie weg, als wäre es gar nichts. Ja. Vor allem, die ist ja durch ihn durchgeklippt, als wäre sie so voll geschwebt, Alter. Entschuldige, Cloud. Priscilla muss sich etwas ausruhen. Mhm. Aha. Sicher. Okay. Nichts sicher. Nicht sicher. Ja, okay, dann nicht. Mal schauen, was gibt's hier noch so schönes, feines. Oh, ein Schindler-Soldat und eine Tür, die auf nicht in den Hintergrund gezeichnet ist, aber die sich nochmal bewegen lässt. Hey, das ist Schindler. Das ist ein Schindler-Aufzug. Hier wird nicht herumgeschnüffelt. Okay. Es gibt einen Glitch, wo man an der. Ja, ich weiß, es gibt öfter so eine Stelle, wo ich einfach sage, es gibt hier einen Glitch. Man kann hier an diesem Guard hier vorbei glitchen, um den Aufzug trotzdem zu benutzen, aber ich keine Ahnung, wie der geht und ich will es auch nicht ausprobieren. Aber es geht. Oder nee, es geht irgendwie anders. Ich glaube, es hat mit der Textbox von dem Typen hier zu tun. Das ist irgendwie ein anderer Glitch oder so. Es ist. Ja, es gibt hier auf jeden Fall mehrere Glitches in Juno, das weiß ich, aber ja. Sehr verrückt. Wundert ja absolut niemanden. Sehr verrückte Scheiße. Ich habe ja letztens bei uns, das wisst ihr ja jetzt nicht, Zuschauer, aber ich habe ja letztens in den Dingens in den Discord-Channel bei uns reingeschickt, dass es einfach ein neues Video gibt, wie man in den scheiß Ding gehen kann, in den scheiß hier Data Room da. Wie ist der nochmal? Was auch immer. Hey, komm kurz rein. Ich habe gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Jojo. Einmal tief Luft geholt zum Beispiel. Nein, es war mindestens fünfmal. Ihr müsst müde sein. Zum Ausruhen benutzt die Betten. Drücken Sie die Select-Taste, um die Betten zu benutzen. Um der Folge zu entgehen. Macht es euch bequem. Das reimt sich. Was sich reimt, ist gut. Ich werde mich für eine Weile entspannen. Das war so viel Aggression in der Stimme. Ich werde mich entspannen! Aber so entspannt sich Barrett auch. Kann ich mir gut vorstellen. Wir rasten aus! Wir rasten. Und ich rasiere! Oh, wo waren dann nochmal, wo der die Schlittenhunde angepeitscht hat, die ganze Zeit rastet! Das haben wir nicht bekannt. Das war der Simpsons-Film, oder? Kann das? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist gerade eh eine ernste Szene. Da fällt mir ein.
Du schon wieder? Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden. Aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Nibelheim? Als ihr auf Mount Nibel wart, war Tifa eure Führerin, oder? Ja, das wunderte mich. Aber wo war Tifa sonst noch? Weiß nicht. War doch toll, dass ihr euch beide auf diese Weise wiedergesehen habt. Du hast recht. Warum konnten wir uns nicht allein sehen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht genau erinnern. Warum frugst du Tifa nicht? Nun, frag sie. Das ist gut, alter Altdeutsch. Ja. Uf, ey. Es ist entweder... Wahrscheinlich Barrett? Ah, komm mal. Hey, wach auf. Wach auf, Claude. Oh. Na, fast, ne? Also, hab ich ja gut getroffen, aber. Klar, close. Tifa. Ich meine, es lag auf der Hand, ne? Also, als Sephiroth und ich nach Nibelheim kamen, wo warst du? Wo warst du, als 9-11... nee. Wir haben uns gesehen, oder? Was soll's. Nein, das war vor 5 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern. Da draußen geht was Seltsames ab. Cloud, komm schnell. Und es passt perfekt, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so gut hinkriegen. Ja. Jo. Was wir... Man hat die Musik schon gehört. Und was wir dann das nächste Mal... Oh, ich bin alleine sogar. Also. Und was in dieser Stadt abgeht... Ganz krasse Scheiße, ganz lustige Scheiße. Ich stehe drauf, auf das, was als nächstes kommt. Ist eigentlich unnötig, aber ich find's cool. Jo, das sehen wir aber beim nächsten Mal. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wieder viel rumgemimt, aber das ist ja eigentlich Standard in dem Projekt. War schon die beste Folge. Das war schon der Peak-Moment. Dabei ist eigentlich nichts passiert. Wir sind durch die scheiß Mine gegangen, haben die scheiß Condor-Minigame gemacht, haben versucht, den Secret-Character zu unlocken, den ich geschafft habe. Wir sind richtige Gönner. Wir sind richtige Gönner. Ja, und wir haben Priscilla beatmet und einen Fisch gekillt. Ja. Habt ihr was zu sagen? Demnächst gibt es mich mit mehr und weniger Babylauten. Echt, oder? Freut euch. Jetzt aber. Ja. Rote Augen, tanzt komisch. Babylaute. Roboter. Roboter? Ich werde jetzt zur Folge einfach nicht, wird niemals nie witzig finden. Ja, das ist einfach Peak Comedy. Okay, Jonas, noch was zu sagen? Ja. Nö. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi.